Er war dann tatsächlich beim DEB mein Praktikant. Ja, und jetzt haben wir uns wieder getroffen. Ja, total schön. Weil Ronja Jennecke, muss man auch sagen, neben ihrer Zeit als Eishockeyspielerin, Nationalspielerin, war sie, du hast den falschen Weg eingeschlagen, oder, junger Mann? Andere Richtung. Genau. Da war sie auch beim DEB, hat in der Pressestelle viel gemacht. So, und jetzt kommt auch der Puck ordentlich in die richtige Richtung. Und da steht uns jetzt Sebastian Ovira zur Verfügung. 0-2 nach 40 Minuten, Sebastian. Wo hat Schwenningen da im zweiten Drittel liegen lassen? Wow, perfekte Schussposition. Es ist die perfekte Schussposition. Oh, aber Markus Keller revidiert direkt. Er geht davon aus, dass das durch Außennetz möglicherweise rein ist, die Scheibe. Keller geht sofort auf den Schiedsrichter zu und schaut sich auch seiner Sache sehr sicher aus. Die Schiedsrichter gehen auch direkt zum Videobeweis. Wir haben kein Tor auf dem Eis. Ah, André Schrader, kein Tor auf dem Eis nach diesem Schuss von Chet Nierwing. Schauen wir noch mal genau hin. Ja, das ist so gefühlt der erste Eindruck tatsächlich am Pfosten vorbei. Also demnach kein Tor. Außenpfosten und dann von hinten unter diesen Netzbezug hinter dem Tor. Schauen wir noch mal. Schiedsrichter kommen wieder und es ist kein Tor. Über die Bande. Funktioniert nicht so richtig. Oh, ne. Der ist drin. Der ist drin. Ganz kurioses Ding. Ganz krummes Ding. Die Eisbären führen mit einem unglaublich kuriosen Tor. Der natürlich alt aussieht. Ja, Scheibe kommt hier. Scheibe steht. Scheibe rollt. Und dann ist sie hinter ihm. Ist natürlich eine bittere Geschichte. Scheibe trudelt dann hinter ihm rein. Klar, Scheibe steht, hat ein bisschen Speed. Er will sie mit dem Schläger stoppen. Aber trotzdem so viel Speed und so ein bisschen Spin mit dabei, dass sie dann über den Schläger springt und von dort rein. So sieht das aus, wenn Nürnberg gute Stimmung hat. Dann tanzt Pucki und dann tanzt auch die Frau des Geschäftsführers. Ob es am Ende auch Nürnberger Eishockey-Fest wird, müssen wir noch abwarten. Kommt aus der dritten Linie mit Radicky und Ziegler. Und Tor für Iserlohn. Und was ein krummes. 3-2 ankert. Er hält die Scheibe am Leben. Und tatsächlich Rutkowski. Er trifft da die Kelle von Cody Brenner. Was ein Kuriosum. Da. Und dann wird das Ding zur Bogenlampe und wird lang und länger. Und Mejoni versucht ihn noch irgendwie von der Linie zu grätschen. Aber da ist es schon zu spät. Defensive betraut, der Block gegen Spink. Und ein harter Check. Und der war derart hart, dass die Scheibe zu Bruch geht. 19 Sekunden gespielt, erster Check. Erste Unterbrechung in der Helios Arena. Und hier sehen wir das im Vergleich zu den anderen Eisarenen wird hier mit einer Echtglasbande gespielt und deswegen haben wir jetzt mal 1000 Scherben hier auf der Spielfläche und deswegen ist die Partie erstmal unterbrochen. Josh Szymanski hatte den Check abbekommen und das wird jetzt natürlich eine Fitzelarbeit für den Eismeister und die Spieler, die sich da erstmal alle wieder in Richtung Eisfläche bewegen. So, hier sehen wir das Ganze. Hungerecker, sehr tiefer Schwerpunkt. Ich glaube, es könnte eventuell die Schlittschuhkufe da gewesen sein, die Scheibe zu Bruch. Ja, wir sind ganz abgezockt, ganz locker. Tollen Move gemacht gegen Wittekheim. Und Weizmann mit einem Versuch rauszukommen. Und der misslingt. 3-1 Düsseldorf. So.
Also Entstehung hinten raus. Da übernehmen sie die Scheibe. Warte auf dem Weg. Macht er stark. Elegant, wie er hier die Scheibe noch drüber lupft. Unglaublich, ja. Ganz, ganz großartig von Alex Bauer. Der geht ins Tor. Ja, gibt's denn das? Von der Bande ein Fehler und das müssen wir uns angucken. Achtung, hier, da kommt die Situation jetzt. Und Franz Repp, der geht von der Kufe, glaube ich. Hier, guck noch mal drauf. Achtung, hier, der geht ins Tor. Und dann sind wir wieder zurück in Düsseldorf und gucken mal drauf. Ja, in Bietigheim gibt es ein kleines Tänzchen nach 20 Minuten. Warum? Weil sie ein gutes Spiel hier machen. Und das ist Justin Pott, die Aktion, wie wir sie kennen. Die Eisbären Berlin nutzen diesen Fehler hinten in der Zone der Wolfsburger und gehen damit mit 1:0 in Führung. Und das ist ein Justin Poggi Spezial. Das müssen wir leider so sagen. Versucht da, das Ganze schnell zu machen, die Scheibe rauszuspielen, will sich daran beteiligen. Puck abgefangen. Und Berlin. So, da wird schon wieder zusammengesteckt, was zusammengehört. Es hilft, dass man auch da mittlerweile Bausatzarbeit verrichten kann. Und wer es noch nicht erlebt hat, der sieht, dass eine gute Zamboni auch eine ideale Leiter ist. Und dann können wir doch tatsächlich langsam aber sicher mal mit dieser DEL-Partie beginnen. Letzte Schraube wird noch festgemacht. Und dann waren es daher bestimmt. Oder werden es am Ende 7 Minuten Verspätung sein? Sebastian, können Sie mich hören? Ja. Jetzt. Also, meine Frage wäre gewesen, wo hat Schwenningen im zweiten Durchgang liegen lassen? Düsseldorf besser in der Partie und verdient mit 2:1 aktuell in Führung. Ah ja, Tor! Was war das bitte für eine krumme Nummer? Ja, irre! Schütz zieht davor das eigene Tor und der Düsseldorfer, der haut da einfach mal auf den Schläger von Schütz und es geht da ins Tor bei Niederberger. Was für eine krumme, krumme Schlange. Nochmal irgendwas Gutes mitnehmen aus diesem Spiel, aus Augsburger Sicht, für Freitag. Ist ja schon übermorgen, das nächste Spiel. Geht Schritt für Schritt, Perl! Und hat den Pugel, der hat seinem Fanganzug gar nicht an und macht trotzdem den Safe. Ja, da lacht er selber. Im Fanganzug ist die Scheibe, aber die Fanghand war nicht an seiner Hand. Wir schauen noch mal auf diese Szene. Florian Vogel verliert seinen Fanganzug. Er legt ihn natürlich dann genau in die Mitte und die Scheibe rutscht rein. Es ist nicht zu glauben. Da ist sie. Dann ist der Helm weg bei Niklas Treutle und der Linesman rutscht aus. Und das hat wehgetan. So. Und jetzt kommt da gleich der Linesman rein und geflogen. Da hinten startet er durch. Zuck. Jetzt sehen wir das nochmal aus der Überdruckperspektive, weil abgepfiffen da so ein bisschen seine Körperspannung aufgibt. McAuley natürlich genauso. Aber wieder ein bisschen mehr Tempo im Spiel der Kölner Haie nach diesem 2:3. Und das Ding ist nicht drin. Aber was war das für eine Szene? Marvin Küpper bekommt den Puck da nicht unter Kontrolle. Da. Aber er läuft eben nicht rein, sondern ich glaube dann irgendwie an den Pfosten. Schauen wir hier nochmal drauf. Da kommt der Puck. Nee, Pfosten war auch nicht im Spiel. Das war dann nochmal der Oberarm von Marvin Küpper, der dann quasi hier die Schulter seinen eigenen Fehler wieder ausmerzt.
Eisenschmied schießt tief. Oh, und dann Strahlmeier und die Chance für Mannheim, Tor! Hier, ein bisschen zu spät. McInnes war noch dran. Aber hier war die Aktion von Strahlmeier. Der vertändelt den Puck. Okay, kriegen wir keine Antwort für den Moment. Trotzdem danke fürs kurze Vorbeischauen.